So Leute, herzlich willkommen. Heute stelle ich euch vor, das beste Popcorn, was es gibt. Das ist aus dem Lidl für 59 Cent von der Marke Snack Day. Toffee Karamell Popcorn. So sieht das aus. Ist nach meinem Wissensstand vegan. Hat also keine tierischen Bestandteile. 120 Gramm ist die Packung. Günstiger Preis, wie ich finde. Und ja, ich habe lange kein Popcorn mehr gegessen, dann habe ich das hier gekauft und auch noch vom Edeka das. Und das hier hat auf jeden Fall besser geschmeckt. Und 10 von 10. Ja, 10 von 10. Super lecker, unfassbar geil. Gucken wir uns noch an, was hier überall drauf steht. Falls die Kamera mal fokussieren würde. So. Hier oben steht noch so ein kleiner Text vor Wärmeschützen und so weiter. Popcorn mit karamellisiertem Zucker. Zutaten: Glucose, Fructose-Sirup, 32% Mais, brauner Zucker, Sonnenblumenöl, das ist natürlich schlecht. Dann Karamellzuckersirup und ein Emulgator, und zwar Lecithin aus der Sonnenblume. Das sind die Nährwerte. Könnt ihr das sehen? Hat umgerechnet 12% Fett, was wenig ist, was wirklich überraschend ist, dass das doch so wenig Fett hat. Also hier sind ein paar Tropfen Öl drin. Und dann steht hier noch die Firma. Snack and Nut Company GmbH, Köln. Ja, damit man die auch erreichen kann. Und dann steht hier noch, mach dein Wohnzimmer zum Kino mit Snack Day Popcorn, Toffee, Karamell. Und noch ein weiterer Satz. Und dann hier nochmal die andere Sorte, die es gibt. Es gibt zwei Sorten davon. Und das war's auch. So sieht's aus. Ich werde es euch auspacken, euch zeigen, wie es aussieht. Da könnt ihr sehen, ja, ich kann es jetzt schon riechen. Riecht auf jeden Fall mega gut. So sehen die aus, die guten. Und sind mega knusprig und der absolute Traum. Also. Super süß. Genauso wie Popcorn sein sollte. Also vom Geruch auch sehr gut. Also geschmacklich 10 von 10 aus dem Lidl für 59 Cent. Meine absolute Empfehlung. Und vegan, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall, Leute, probiert es. Hier geht meine Empfehlung raus und falls ihr das schon mal probiert habt, könnt ihr drunter schreiben, wie es euch geschmeckt hat. Aber ich finde es einfach nur mega. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Test.